Der Finanzminister hat keinen. Der Vizekanzler hat auch keinen. Und auch einer der führenden Oppositionspolitiker hat keinen. Laptop nämlich. Ja, sag einmal, arbeiten die überhaupt irgendwas? Herzlich willkommen bei Espresso, dem Zukunftsimpuls für den Blick nach vorne. Die Bekenntnisse von Spitzenpolitikern, dass sie keinen Laptop verwenden, beschäftigen Österreich in diesen Tagen. Wie soll das gehen? Können wir uns produktive Führungsarbeit ohne Laptop überhaupt vorstellen? Da verbringen wir selbst Stunden pro Tag mit E-Mails, mit Excel-Tabellen und neuerdings in Videokonferenzen und die da oben, die Chefs, die kommen ohne das aus. Arbeiten die nix? Braucht nicht jemand, der in der Hierarchie weiter oben ist, also wichtiger ist, noch eher mehr E-Mails und Excel-Tabellen? Dieser Denke liegt eine fundamentale Verwechslung zugrunde, nämlich, dass Beschäftigtsein auch gleichzusetzen ist mit produktiv zu sein. Wenn wir ganz ehrlich zueinander und vor allem zu uns selbst sind, dann können wir zugeben, dass wir hervorragend einen Bürotag mit intensiver Beschäftigung füllen können, dass wir dabei auch noch den Eindruck haben, Wichtiges erledigt zu haben und doch im Endergebnis nichts erreicht haben. Der Kalender voll mit Besprechungen, ohne die es eigentlich auch ganz gut gegangen wäre. Eine Inbox voller E-Mails brav abgearbeitet und damit aber eigentlich nur die To-Do-Liste anderer Leute befriedigt. All das gehört natürlich auch zum Alltag in Unternehmen dazu, aber mit wirklicher Produktivität hat das wenig zu tun. Und je mehr wir kultivieren, dass die Anzahl der Mails ein Indikator für Produktivität ist, umso tiefer fahren wir da in eine Sackgasse. Wenn wir also Führungskräfte daran messen, ob sie eh auch genug mit dieser Art von Arbeit beschäftigt sind, dann legen wir einen falschen Maßstab an. Verstärkt wird diese falsche Perspektive übrigens durch ein vordergründig demokratisches Heilsversprechen der IT-Branche. Lieber Vorstand, mit unseren neuen BI-Power-Tools kannst du endlich selbst deine Analysen fahren. Das ist Unsinn, und zwar ist es ökonomischer Unsinn. Auch wenn es jetzt schneller, einfacher und bequemer geht als früher, für sowas ist die Zeit des CEOs immer noch zu wertvoll. Der hat nämlich anderes zu tun. Und das führt mich zum zweiten Punkt. Womit sollen Vorstände ihre Zeit verbringen? Was ist die Aufgabe von Führung? Und hier unterscheidet die englische Sprache deutlich besser als die deutsche. Dort gibt es nämlich die ganz klar voneinander abgegrenzten Begriffe Management und Leadership. Manager beschäftigen sich mit der Organisation von Arbeit, mit Planung, Struktur, Effizienz, Leistung und Output als Messgrößen. Manager beantworten daher die Frage, machen wir die Dinge richtig? Und je größer ihr Verantwortungsbereich ist, umso mehr wenden sie sich dann strategischeren Themen zu und damit der Frage, machen wir die richtigen Dinge? Das sind aber immer noch Managementfragen. Leadership, also echte Führung, geht einen Schritt weiter und beschäftigt sich mit der normativen Ebene. Mit Identität, mit Vision, mit Werten. Ihre Aufgabe ist es, darüber nachzudenken, welchen Beitrag ein Unternehmen für die Gesellschaft leistet. Und daher geht es bei Leadership, bei Führung, vor allem um die Frage, wer sind wir bzw. wer wollen wir sein? Und die Antworten auf diese Fragen finden sich in der Regel eher nicht im Laptop. Der Blick nach vorne. Kann Führungsarbeit ohne digitale Werkzeuge gelingen? Nein, natürlich nicht. Wir leben schließlich im 21. Jahrhundert und da gehören digitale Arbeitsweisen sowohl persönlich als auch in der Zusammenarbeit mit anderen ganz selbstverständlich dazu. Und wir tun auch gut daran, in unseren Organisationen eine Kultur zu etablieren, die Digitalisierung ermöglicht und weiter vorantreibt. Aber den Wert von Führungsarbeit daran festzumachen, ob jemand einen Laptop verwendet, das ist und bleibt Unsinn. Das war Espresso, der Zukunftsimpuls für den Blick nach vorne. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen finden Sie auf www.blicknachvorne.com. Abonnieren Sie diesen Podcast und seien Sie auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt, vorne ist, wo sich noch keiner auskennt.